gesagt, du verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer als erster Mehrfield ist, von Straßen war nie die Rede. So, Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte bei Shreps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich hab Max seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich's nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rav. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Unglaublich, wie dieses Ding abgeht. Das musst du im Griff haben, wenn du den Job durchziehen willst. Unsere Beute hat doppelt so viel Bildes. Rav hat recht. Stelle sicher, dass du für den Coup bereit bist. Dein Job war es, kein Rennstrecken. Pass auf. Ich hol Mustang meine Stats in die Stadt. Das Tori ist zum besten Driftwagen in Fortune Valley. Yeah. Erstmal werde ich meine Schulden abbezahlen. Und mit dem Rest eröffne ich dann vielleicht einen Laden. Das ist doch meine Antwort. Na schön. Ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative. Das klingt doch mal nach Plan. Dir, Lina. Ich verschwinde aus diesem Drecksloch. Wo bist du hin? Nach oben. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht aus dem Barrio. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem aus dir.
Mach schon, Tyler. Da muss mehr kommen. Entspann dich, Lina. Du weißt, ich krieg das hin. Sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Prototypen herklauen. Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Wo bist du? Aus dem Weg! Oh yeah! Nicht schlecht, Mann. Wenn du den Sprung beim Job hinkriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir es. Unser Küken lernt fliegen. Ich bin so stolz. Jede Gang in der Stadt ist scharf auf die Prototypen-Tank in dem Wagen. Ja, aber sie kriegen ihn erst, wenn ich einen Blick unter die Haube geworfen habe. Ich musste all meine Beziehungen spielen lassen, um dich in diese Bremse zu kriegen. Du darfst nicht scheitern. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Dann lass uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Sind alle in Position? Jess? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Rev? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich habe das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge. Aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Wuhu, gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt morgen. Beweis es. Mach dich bereit, Kai. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf. Vertrau mir. Es ist soweit, Leute. Versaut es nicht. Mac, ich bin fast da. Abschluss.
Abschussrampe vor uns raus. Houston, wir heben ab! Sprung mit einem 2-Millionen-Sonner halt. Darf ich noch mal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu. An alle Einheiten, wir suchen nach einem silbernen Königseck Regera. Der Wagen ist extrem wertvoll. Zentrale, verfolgen den gestohlenen Regera, Code 3. An alle Verfolgungseinheiten. Aufgrund des Wertes des Regera muss die Festnahme ohne größere Schäden erfolgen. Jess, ich hab Cops am Hals. Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Bist du sauer? Oh, stinksauer. Zentrale an Adam 113. Wo sind Sie gerade? In südlicher Richtung auf der Carter Street. Verstanden, Adam 113. Tyler Morgan, 23 Jahre alt, Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt, keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Rev. Die Street Racer sind hier. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! Ah.
Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Raph in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Raphs GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops regeln den Sektor ab. Das Auto. Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl. Willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial. Die Grenzen des Machbaren. Den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, ich bin gleich da. Zeit für etwas Spaß.